Bei 4 Spielen ist es doch klar, dass es nicht mehr reicht, nur einen Punkt zu holen, sondern dass wir gegen Hoffenheim einen Dreier brauchen, um da oben nochmal heranzukommen, sagte der Österreicher am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen die Kraichgauer am Samstag, 15.30 Uhr, Sky. 4 Punkte liegen die fünftplatzierten Leipziger hinter Rang 4, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Direkt hinter RB folgte Hoffenheim mit nur einem Punkt Rückstand. Um ihnen die Wichtigkeit der Partie nach dem Aus in der Europa League vor Augen zu führen, wandte sich Hasenhüttl in einer Ansprache an seine Profis. Der Tenor war, dass wir durch die Tatsache, dass wir nun weniger Spiele haben, nicht in den Urlaubsmodus verfallen, sagte Hasenhüttl. Fraglich für den Samstag sind Innenverteidiger Dayo Upamecano, Oberschenkelprobleme, und Mittelfeldmotor Naby Keita, Rückenbeschwerden. Beide konnten zuletzt nur individuell trainieren. Dass die Mannschaft nach dem Europa-Aus in dieser Woche, wie Hasenhüttl sagte, erstmals seit dem 28. Februar mit versammelter Mannschaft bei voller Belastung trainieren konnte, sieht der Coach als Vorteil im Hinblick auf das Hoffenheim-Spiel. Es ist gut, dass wir dadurch bessere Automatismen bekommen. Natürlich brauchen wir am Wochenende einen absoluten Sahnetag gegen diese Mannschaft.